Gibt's was? Komm nicht weiter mit dem Kerl. Mit was für ein Kerl? Pützel heißt er, ein Fleischergeselle, gestohlen, oder? Sein Chef hat die Anzeige erstattet. Sehr aufregend. Für sowas brauchst du womöglich mich. Was hat er denn gestohlen? Fleisch, Speck, Wechselgeld. Schmonzes. Wer ist der Chef? Na, das ist es ja. Ferdinand Geiter und Sohn. Das ist ein sehr angesehener Mann im Bezirk. Hat auch noch zwei andere Geschäfte. Eins sind Favoriten und eins sind Margariten. Drei Geschäfte? Da kann er sich ja ein bisschen was stehlen lassen. Ich glaube, er hätte auch sein Gemeinderat werden oder was sogar. Also auch politisch. Das ist mir wurscht. Wenn der Bursch nichts gesteht oder wenn du ihm nichts nachweisen kannst, dann lass ihn laufen. Na, hätte ich ja auch. Aber laut Anzeige hat er auch eine Pistole gestohlen. Ist zwar nur eine alte Steirer-Pistole, aber die schießt ja auch, nicht wahr? Und wenn der Kerl womöglich mit der Pistole irgendwas anstellt, steigen sie uns am Kopf. Und steigen sie immer am Kopf, also bring ihn rein. Gutes. Ich werde Ihnen was sagen, meine Herren. Mich können Sie nicht erschüttern. Nur mein Chef, der schon, dass der mich angezeigt hat, darüber komme ich nicht hinweg. Na, immerhin, ihn haben Sie ja bestohlen. Ich? Was braucht denn das an Fleisch und an Speck? Na, sowas kann man doch verkaufen. Hm? Na, hören Sie auf, 8 Jahre bin ich jetzt bei dem Mann treu und ehrlich und der geht her. Muss ja nur die Sedlak dran schuld, das Luder. Wer ist denn das, die Sedlak? Verkäuferin im alten Geschäft. Dabei stützt sie selber wie ein Rob. Sie gibt's 8. Verleumdung. Jawohl, verleumdet hat sie mich, die Sedlak. Beim Chef und der geht her und rennt zur Schmier. So will ich wohl zur Polizei. Verlasst er nicht mehr der Menschheitsglaube. Das erweinen uns halt ein bisschen. Es ist ja zum Warner. Rehan kennt man. Ein Mann, der was 3 Geschäfte hat, der was sich heraufgearbeitet hat von der kleinen Quetschen von seinen Vätern. Der geht her und zeigt mich an, mich! Sind Sie eigentlich vorbestraft, Herr Pötzl? Ich habe einmal was gehabt, das ist ja längst verjährt. Hast du dir die Strafkarte von Herrn Pötzl kommen lassen? Nein, noch nicht. Die sollte aber da sein. Aber das hat doch mit dem allen nichts zu tun. Ich habe nichts gestohlen. Kein Fleisch nicht und keinen Speck auch nicht. Sie reden immer vom Fleisch und vom Speck. Wo haben Sie denn die Pistole? Was denn für Pistole? Sie Pötzl, für blöd dürfen Sie uns nicht anschauen. Ich kann ohne weiteres eine Hausdurchsuchung bei Ihnen machen. Und wenn ich dann die Pistole finde, schauen Sie gut aus. Schauen Sie, Inspektor, Sie sind ein Mensch und ich bin auch ein... Wo ist die Pistole? Ich habe nie eine Pistole gehabt. Aber jetzt haben Sie eine. Wo denn? Das frage ich Sie. Dann machen Sie eine Hausdurchsuchung, ne? Also im Haus haben Sie es nicht versteckt. Ich habe es überhaupt nicht versteckt. Haben Sie es verkauft? Also, helfen Sie mir doch, Herr Oberinspektor, der Graf. Jetzt bin ich mit Ihnen, ja? Ja, Moment. Setzen Sie sich einmal, Herr Pötzl. Danke. Schauen Sie, ein bisschen mit Ihnen ist schwer. Sie geben nichts zu, Sie reden herum. Schauen Sie, wegen dem bisschen Fleisch und der Speck, da hätte man die Anzeige doch gar nicht zur Kenntnis genommen. Was kann denn das schon sein? Na, wie viel? Mein Gott, was man halt so nimmt für den Hausgebrauch. Aber das ist branchenüblich. Branchenüblich? 100 Kilo steht in der Anzeige. Werden es nachgewogen? Die Sedlak? Moment. Das steht jetzt gar nicht zur Debatte. Setzen Sie sich wieder hierher. Ich muss leider wieder auf die Pistole zurückkommen. Bitte, es ist ja kein Wertgegenstand, kein Brillant oder sowas. Ja, was ein Museumstück, ja, alte Steier. Woher wissen Sie denn, dass das eine alte Steierer-Pistole ist, hm? Weil ich sie in der Hand gehabt habe, x-mal. Das ist doch ein Erinnerungsstück vom Alten aus dem Ersten Weltkrieg, ne? Aber schießen kann man damit, hm? Das weiß ich nicht. Ich habe sie... das, so ist er. Naja, vielleicht hat er die Pistole wirklich nicht gestohlen, der Herr Pötzl. Das Ängste. Herr Oberinspektor, das ist ein Mensch. Ja, aber weg ist sie. Wer soll sie denn sonst genommen haben? Bitte, da ist noch ein Sohn, vielleicht der. Aber gängen Sie, der hat doch nichts im Kopf als seine Sportauto, seine Freund und vielleicht ein paar Mal. Vielleicht hat er Geld braucht. Aber der Chef gibt ihm da, was er braucht. Hm? Naja, dann bleibt eigentlich nur noch diese Sedlak übrig. Die Sedlak, das kostet mir ein Locher. Die Sedlak und der Krochen. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, das ist ein Trampel, ne? Also, lieber Freund, dann dürfen Sie sich nicht wundern, dass unser Verdacht auf Sie fällt. Ich würde Ihnen also sehr raten. Was ist denn? Herr Oberinspektor, bitte schön. Ein Herr Geiter möchte Sie dringend sprechen. Wer? Der Herr Geiter, mein Chef. Jetzt geht es aber nicht. Moment. Vielleicht möchte der Herr Pötzl seinem Chef ins Gesicht sagen, dass er nichts genommen hat. Ja, warum denn nicht? Er ist mir ja direkt ausgewichen. Gut, dann bringen Sie ihn herein. Aber Sie bleiben schön ruhig, Herr Pötzl. Okay, ja, Herr Inspektor. Ich habe doch nie einen Streit gehabt mit ihm in den ganzen 8 Jahren. Ja, Tag, meine Herren. Aber der. Tag, Herr Chef. Servus, Pötzl.
Ein bisschen erstaunt, ne? Ich meine, dass ich den Bössl so freundlich begrüße. Naja, es ist im Allgemeinen nicht üblich, dass der Bestohlene, der Anzeiger... Also wegen dieser Anzeige bin ich gekommen. Ich möchte sie nämlich gern zurückziehen. Ja, das geht nicht. Ja, warum denn nicht? Die Sache hat sich aus einem Irrtum, ein Missverständnis herausgestellt. Ich habe einen Fehler begangen und möchte ihn selbstverständlich wieder gut machen. Moment. Jetzt auf einmal ist nichts gestohlen worden? Aber gar nichts. Das Fleisch und der Speck, das ist ein falsch berechneter Schwund, wie man so sagt. 100 Kilo? Schwund? Schauen Sie, Inspektor, ich habe 3 Geschäfte. Manches Mal übersehe ich das nicht so ganz. Ehrlich gesagt, die Anzeige gegen den Bötzl habe ich mehr aus Zorn gemacht. Wegen der Pistole, die mir ein liebes Erinnerungsstück ist. Was ist mit dieser Pistole? Die hat sie wiedergefunden. Na, Sie sind gut. Na, die Gerechtigkeit siegt. Sie sind euch, ja. Also ich möchte, das heißt, ich muss die Anzeige zurückziehen. Nee, also so einfach ist das wirklich nicht, Herr Geifter. Na, wieso denn? Na, ja, glauben Sie mir vielleicht nicht. Das hat doch damit nichts zu tun. Schauen Sie, die Anzeige ist erstattet, die Untersuchung ist eingeleitet. Also dann werde ich halt meinen Rechtsanwalt bitten. Nein. Also mit dem Rechtsanwalt, da fangen wir uns gar nichts an, nicht? Der macht Ihnen nur Kosten. Ja, und Ihnen Scherereien. Ja. Wo haben Sie die Pistole gefunden? Ja, das ist schon merkwürdig. Im Kühlraum, in meinem Geschäft, im ersten Geschäft. Meine Verkäuferin hat sie gefunden. Die Sedlak. Und wie ist denn Ihrer Meinung nach die Pistole dorthin gekommen? Keine Ahnung. Haben Sie sie dort versteckt? Jetzt fängt der schon wieder an. Sie, Herr Inspektor, warn ich schon, was steht, dann bin ich doch nicht so blöd und versteck's im Kühlraum, wo sogar die Sedlak findet. Ich möchte etwas feststellen, meine Herren. Ich habe dem Bötzl Unrecht getan, das hat sich bei der Schwundberechnung herausgestellt. Und ich möchte ihn ganz offiziell um Entschuldigung bitten. Das ist sehr gut, dass Sie das tun, Herr Geiter. Der Herr Bössl können Sie nämlich sonst belangen. Aber gar nichts tue ich. Der Chef ist ein Mensch, das hat er eben bewiesen. Ist alles in Ordnung? Ja, also bevor uns alle die Rührung packt, die Sache ist erledigt. Bitte noch nicht ganz, ich muss noch mit einem Chef sprechen, mit einem Polizeirat. Und ich werde Sie dann herbitten, dass wir ein Protokoll unterschreiben. Ich empfehle mich. Danke, Oberinspektor. Fahren Sie gleich mit mir, Bössl. Dankeschön, Herr Chef. Gerne. Ja. Tag, Herr Oberinspektor. Sie sind wirklich ein Mensch. Na, ja, schon gut. Avedere. Berndner. Ja, bitte. Kommen Sie mal her. Sofort, Herr Inspektor. Da lesen Sie ein zweites Protokoll durch. Bitte, Herr Inspektor. Sagen Sie mal, Berndner, wir haben in der letzten Zeit irgendetwas gehabt, wo eine alte Steierpistole eine Rolle gespielt hat. Wissen Sie, was das war? Keine Ahnung. Schöne Hilfe habe ich ja nicht, zwei. Schauen Sie, dass die Schabrake wegkriegen, wir einen Kaffee trinken. Gleich ist es soweit. Na? Ja, haben Sie es gelesen? Na, nur nicht hudeln. Ich muss das ja unterschreiben. Entschuldigen. Aber es interessiert mich privat. Wieso haben Sie denn den Fleischer wieder freilassen? Was für ein Fleischer? Na der, was da gerade durchgegangen ist mit dem anderen Herrn. Den Bötzl? Bötzl heißt der? Bei mir hat der sich Braun genannt. Der war ja oft auf Besuch da. Bei der Lili nämlich. Ja, ich hab mir gedacht, Sie haben ihn wegen ihr da. Was für eine Lili? Na, meine Untermieterin, die was ermordet worden ist. Die Lili Breiner, draußen hängt der das Plakat von dem Mord. Was, das war Ihre Untermieterin? Ja, ein nettes Mädel. Flott, aber nett. Hat immer pünktlich ihre Miete bezahlt. Und in der letzten Zeit, da ist sie nur mit diesen Pötzl, wie Sie ihn nennen, gegangen. Fast nur mit ihm. Hat er nichts mit dem Mord zu tun? Das weiß ich nicht. Und wenn, dann hat ihn das Sicherheitsbüro sicher längst verheiratet. Natürlich. Die haben sich ja bei mir genau noch die Herren erkundigt, die was zur Lili gekommen sind. Na, dann entschuldigen Sie bitte die Störung. Ich hab mir sehr gleich gedacht, dass er unschuldig ist, so ein großzügiger Herr. Guten Tag. Vor 4 Wochen ist das schon passiert. In der Nacht vom 10. zum 11. September. Im Wienerwald. Die Tat wurde mit einer alten Steierpistole verübt, die verschwunden ist. Das ist aber schon sehr merkwürdig. Regt sich wieder der Kriminalist in dir? Das ist ja mein Beruf. Ihr fangt doch damit nichts an. Schau, das hat die Gendarmerie untersucht. Wieso? Das Gebiet, wo sie es gefunden haben, gehört ja zu Klosterneuburg. Außerdem hat es das Sicherheitsbüro untersucht. Ich meine, der Berndner hat ja recht. Wenn der Pötzl irgendetwas mit dem Mädel gehabt hat, haben die ihn doch schon sicher verhört.
Ja, ja, Sie haben ihn schon verhört, den Pötzl, natürlich, nebst einem Dutzend anderen. Scheint ja wirklich ein sehr flottes Mädchen gewesen zu sein, diese Lilly. So was lässt sich schwer feststellen, das kann ja eine Zufallsbekanntschaft gewesen sein. Ja. Na Susi, was ist mit dem Kaffee? Ist schon da, Herr Oberinspektor. Von der Steuerpistole haben Sie nichts gewusst. Von der Pistolen sind doch sicher eine ganze Menge im Umlauf. Hunderte, wenn nicht Tausende. Ne? In jedem Unterweltcafé kannst du eine kaufen, wenn sie die alle untersuchen müssten. Die haben doch sicher schon eine Spur. Gut, dass Sie kommen, Herr Schäfer. Ein Herr ist da, der Sie sprechen will. Ich habe ihn in die Wohnung. Na, was heißt denn das? Sie können doch nicht einen wildfremden Menschen ganz einfach in die Wohnung. Nicht anders können, Herr Schäfer. Ja, was ist denn? Ah, da sind Sie ja, Herr Geiter. So, drum. Na, Herr Oberinspektor, was führt Sie denn zu mir? Nichts Aufregendes. Ich habe ein bisschen in der Nähe zu tun gehabt und außerdem wollte ich mir eine Wurst kaufen. Ihre Würste sind ja berühmt. Ja, ja, schon von meinen seligen Vatern her. Ist ja sozusagen das Urgeschäft, ne? Und der Vater hat auch diese Wohnung bewohnt? Ja, freilich, die Eltern. Ja. Ich hab's natürlich ziemlich renoviert. Ich wohne allerdings selten da. Bin meistens in Klosterneuburg. Klosterneuburg? Ja. Über eine Villa da. 1963 gebaut. Ja, wenn Sie mal zufällig vorbeikommen, würde es mich freuen. Danke, danke, kann sehr leicht passieren. Sehr wunderschöne Gegend, viel Wald. Wenn ich schon da bin, Herr Geiter, könnten wir uns ein bisschen über den Pötzl unterhalten. Ja, wieso denn? Ist die Sache denn nicht erledigt? Doch, doch, ja, ja, ich habe schon mit dem Chef gesprochen, mit dem Herrn Polizeirat, die Anzeige haben wir weg, nicht? Er war natürlich erstaunt. Warum denn? Ich bin Unrecht wieder gut gemacht. Trotzdem. Und außerdem, Sie wissen doch, wie schwer es heutzutage mit den Leuten ist. Und der Pötzl ist ein tüchtiger Fleischer gewesen. Ja, aber ein merkwürdiger Mensch ist er schon. Aber gar nichts. Durchschnittlich. Bitte, er hat einen Fehler, er ist ein bisschen weibernarrisch. Das muss nicht unbedingt der Fehler sein. Ja, ne? Jetzt so eine Gäse, aber sonst. Wegen der Pistole. Könnte ich die einmal sehen? Die Pistole? Mhm. Aber ja, natürlich. Ich habe sie zur Sicherheit da im Kasten versteckt. Nein, sie ist zwar umgeladen. Seit wann ist sie umgeladen? Ach, immer schon. Ich bin nie damit geschossen. Aus dem Krieg natürlich. Ach, da auch nicht. Ehrlich gesagt, ich hätte nie das Herz gehabt, auf einen Menschen zu schießen. Was, Sie, ein Fleischhauer? Ich habe auch nach meiner Lehrzeit nie ein Viech umgebracht. Ach, ich würde den Beruf nicht wollen, aber der Vater. So, da ist die Pistole. Ich habe sie da im Kasten. Servus, Papa. Guten Tag. Das ist Herr Marek, ein Bekannter, mein Sohn. Sehr angenehm. Ganz meinerseits. Was gibt's denn für dich? Ich komme nur mein Tennisracket holen, wir machen noch ein kleines Match im Club. Stell dir vor, Papa, der Wagen bockt schon wieder. Ich hab dir immer gesagt, je komplizierter so eine Maschine ist, desto anfälliger ist sie. Okay, Papa, der Weidenburg hat genau denselben und hat nie etwas. Aber jetzt bitte ich um Entschuldigung. Ja, ja, genau. Ist ein netter Bursch. Ja, ja, brav. Studiert nämlich. Mhm. Haben Sie seinetwegen die Pistole versteckt? Er ist doch ein Bub, der braucht ja nicht wissen, dass sowas im Haus ist. Mhm. Der braucht ja nicht wissen, dass Sie von der Polizei sind. Das habe ich bemerkt. Ja. Das ist ein interessantes Stück, das ist echt historisch. Sowas sieht man heutzutage kaum mehr. Aber gehen's. Herr Geiter, da hätte ich eine Bitte an Sie. Würden Sie mir die Pistole auf ein, zwei Tage borgen? Warum denn? Wozu? Na, die Sache ist so, wir haben doch ein Kriminalmuseum. Und da haben wir eigene Waffenabteilung und der zuständige Kollege hat mir zufälligerweise vor ein paar Tagen gesagt, dass er gerade so eine Ich gib's aber nicht braucht. Her! Na, nur auf ein, zwei Tage, ich lasse Simulageverfahren nach. Na schon, aber ich möchte... So, ich bin's. Servus, Papa. Ja, kommst du noch mal? Du, ich weiß wirklich nicht, vielleicht esse ich im Club, wart jedenfalls nicht auf mich. Auf Wiedersehen, Herr Marek. Auf Wiedersehen. Das ist ein besonders netter Bursche. Ja, ich danke Ihnen vielmals, Herr Geiter, vor allem für die Pistole. Ich bring's Ihnen selber in ein, zwei Tagen zurück. Auf Wiedersehen. Adieu. Auf Wiedersehen, Frau Sedlak. Wiederschauen. Wieso Sedlak? Wieso war's der? Pötzl soll zu mir kommen. Sofort! Die Pistole ist vor ganz kurzer Zeit gereinigt worden. In Öl. Also mit Fingerabdrücken ist nichts. Aber was viel schwerer wiegt,
Es sind gewisse Beschädigungen, sowohl im Lauf als auch am Abzug. Ob die absichtlich herbeigeführt wurden oder ob die eine Folge von langer Lagerung oder unsachgemäßer Behandlung sind, das haben Sie nicht feststellen können am Erkennungsamt. Können also nicht sagen, ob das die Pistole ist, mit der die Breiner erschossen wurde? Es ist derselbe Typ, es ist sogar dieselbe Serie, aber zu mir haben Sie sie nicht entschließen können. Ja, ich habe dann noch mit dem Herrn Oberinspektor Harabert gesprochen, der die Untersuchung vom Sicherheitsbüro ausgeführt hat. Genauer gesagt, er führt sie jetzt noch, allerdings in einer ganz anderen Richtung. Er schickt Ihnen da ein Duplikat von dem Akt in der Mädchenmordsache und er gibt Ihnen völlig freie Hand für eine weitere Untersuchung. Der Fundort der Leiche dürfte identisch mit dem Tatort sein. Es schaut so aus, als ob das Mädel dort ermordet worden wäre und dann hat es der Täter einfach aus dem Wagen geschmissen. Der Nacht vom 10. auf den 11. September. Na servus. Die haben ja allerhand Leute einvernommen am Sicherheitsbüro. Na, ja, die hat ja einen großen Bekanntenkreis gehabt. Mhm. Oder Kundenkreis, ne? Verwandter ist nur einer. Georg Breiner, 68 Jahre, scheint der Vater zu sein. Steht das nicht dabei? Ich meine, was er zu ihr war? Ja, nur der Name und wer da ist. Die haben da was beieinander. Na, das schau her, da ist ja unser Freund Pötzl. Na, servus. Der hat ja allerhand Vorstrafen. Aber sowas wird ja bei uns nicht erkundet. Bei Fleischdiebstahl? Körperverletzung, Wachebeleidigung, Wiederkörperverletzung. Schwere Körperverletzung, da schau her. Einer ist möglicherweise sogar daran gestorben. Amtsärztliches Barriere ungewiss. Also passen Sie auf, Bernd. Na, Herr Oberinspektor. Sie studieren einmal den Akt, gell? Und dann gehen Sie zu dem Vater von der Ermordeten hin, die Adresse steht eh da drin, und fragen ihn aus, vielleicht sagt er Ihnen was, was er im Sicherheitsbüro nicht gesagt hat, gell? Aber sehr freundlich sein, ja? Jawohl, Herr Oberinspektor. Ja, Moment. Sie sind immer so schnell. Der Fleischhauer, der Geiter, der hat einen Sohn, der interessiert mich auch, der ist in irgendeinem Club, wo sie Tennis spielen, da gibt's Angestellte, Freunde und so weiter. Schauen Sie, ob Sie herauskriegen, wo der in der Nacht vom 10. auf dem 11. September war, ja? Sie aber sehr vorsichtig, ja? Der Alte vergöttert den Sohn, ich will da keine Schwierigkeiten haben. Also Gemeinderat war er nicht, aber er hat sehr gute Beziehungen. Eben, wir haben ja gleich mit dem Rechtsanwalt gekommen, ne? Na, jetzt ist soweit, jetzt können wir uns gehen. Jawohl, Herr Inspektor. Ja, also der Pötzl muss nochmal her, ob er will oder nicht. Andererseits, der Geiter, der weiß ja irgendetwas, der ist mir zu elegant über den Fundort von der Waffe hinweggegangen. Also pass auf, du gehst zu dem Geiter hin und bringst ihm die Waffe zurück und dann redest du ein bisschen mit ihm, aber vom Sohn sagst du nichts, nicht? Und dann schnappst du den Pötzl möglichst vor ihm, damit er sieht, es ist ernst. Ja? Und dann bringst du den Pötzl ein. Man müsste auch irgendetwas über die Ermordete erfahren. Der Vater, der lügt doch wahrscheinlich. Und die Herren Kavaliere doch erst recht. Sagen Sie einmal, Bernd, na. Ja, bitte. Wer war denn diese Frau, die das Ganze da aufgerührt hat? Die Klimacek? Ja. Das ist die ehemalige Quartiergeberin von der Ermordeten. Frühere Prostituierte, jetzt vermietet sie Zimmer, lang und kurzfristig. Ist schon ein paar Mal wegen Kuppelei eingegangen, das ist ein Stammgast bei der Polizei. Dann wird sie der Polizei gerne einen Gefallen tun. Mhm. Zu der gehe ich hin. Du, das ist eine Supererotikerin. Erfahren in allen Liebeskünsten. Gib auch, dass da nichts passiert. Blödsinn. Oder bist du vielleicht für sowas schon zu alt? Ich? Nein. Die Klimacek, die ist mir zu alt. Also, Frau... Klimacek. Mitzi Klimacek. Sie dürfen Mitzi zu mir sagen. Ja, Frau Klimacek, ich bin sozusagen privat zu Ihnen gekommen. Einen fashion Mann empfängt man immer gern. Jetzt reden wir Tacheles. Warum haben Sie am Sicherheitsbüro nichts von dem Pötzl gesagt? Von was für einem Pötzl? Na. Ach so, der, was sich hier Braun genannt hat. Mhm. Na ja, von dem habe ich nichts gesagt, weil Sie mich nicht um den gefragt haben. Sie haben Sie auch nicht um den gefragt. Sie haben von selber mit ihm angefangen. Weil ich neugierig war. Jetzt bin ich neugierig. Also, wie lang ist er denn mit der Lilli gegangen? Lang? Mindestens ein halbes Jahr. Hat er hier gewohnt? Das hätte ich nicht erlaubt. Nicht blöd reden. Was, so einer wohnt doch nicht bei mir. Haben Sie oft gestritten miteinander? Gelegentlich. Kaut hat das nie, das hätten Sie mir erzählt, das erzählen Sie mir alle. Mhm. Hat er auch mit anderen von Ihren Mieterinnen was gehabt? Herr Oberinspektor, was glauben Sie, wo Sie sind? Ich weiß, wo ich bin. Er war sehr großzügig zu ihr. Sogar einen Brillantring hat er ihr geschenkt. Brillantring, aha.
echte Glasimitation. 5 Karat Gablons, oder? Ein echter Brüller. Nicht groß, aber rein, da kenne ich mich aus. Wo hätten der das Geld da dazu? Geld? Ha, Geld hat der genug gehabt. Woher? Ja, das müssen Sie ihn fragen. Ich habe ihn für einen Geschäftsmann gehalten, für einen Bäcker oder Wirten. Wie Sie bei uns waren, da sind 2 Herren weggegangen. Der eine mit Mantel und Hut und der andere blank. Welcher von den 2 war jetzt der Geliebte von der Breiner? Der mit dem Mantel und dem Hut. Der Geiter. Ja, Ferdinand Geiter heißt er. Und ist ein Fleischer und hat 3 Geschäfte. Was fällt Ihnen jetzt ein? Wollen Sie es eh schon wissen? Dafür könnte ich Sie eindrahen. Na schön, ich gehe jetzt. Aber Sie reden mir zu niemandem von unserem Gespräch, haben Sie verstanden? Zu niemandem! Ich? Ich sag doch nie etwas. Das habe ich bemerkt. Weiß die ganze Zeit, dass das der Geiter ist und sagt kein Wort. Ich habe mir gedacht, das ist ein Alibi von ihm. Alibi. Bei mir hat er sich Braun genannt, bei euch hat er sich Pötzl genannt. Wer bin ich, dass ich den ersten Stein wirf? Adieu. Und dem Herrn können sagen, er kann ruhig herauskommen. Was für einen Herrn? Na, der, was sich da versteckt hat, wie ich angeläutet habe, im Schrank oder im Nebenzimmer. Dabei hat er gar nicht gewusst, dass die Polizei kommt. Hat er glaubt, er sei Frau, was? Unschuldslilie. Kriminalpolizei! Jesus, schon wieder. Aber der Chef ist nicht da. Er kommt aber, vielleicht. Ach so? Und der Pötzl? Ist der da? Ja, der ist unten, im Kühlraum. Ich rufe ihn gleich. Das ist nicht nötig, ich gehe schon selber. Was ist denn das für ein Licht? Das ist ein Lampen. Das ist automatisch, elektrisch. Wenn wer im Kühlraum ist, dass nichts geschehen kann. Dass man weiß, es ist wer unten. Sehr praktisch. Geben Sie auch das an Stufen. Wer ist denn? Ich bin's. Kennen Sie mich noch? Das haben Sie sich nicht gedacht, dass wir uns so schnell wiedersehen werden, was? Was haben Sie denn da in der Hand? Was ist das? Das ist ein Schlachtschussapparat. Damit werden die Viecher umgebracht. Mit einem Schuss, völlig human. Ist das Zeugs geladen? Glaub schon. Dann geben Sie das weg, Sie gefährden mich ja. Okay. Dann geben Sie das schon weg und kommen Sie mit mir hinauf. Ich habe mit Ihnen zu reden. Vor der Sedlak rede ich nicht. Sie kommen mit mir aufs Kommissariat. Haben Sie einen Haftbefehl? Hören Sie mal zu, Sie helfen, Bruder, Sie. Mit Ihnen mache ich keine Geschichten und keine Formalitäten. Sie wissen ja, weshalb ich hier bin. Wegen der Lili. Das Luder gibt einem keine Ruhe. Nicht einmal im Tod. Also Sie geben zu, dass Sie umgebracht haben. Was habe ich? Da machen Sie kein Theater, ich weiß alles. Ein Dreck, wissen Sie. Ich habe Sie gekannt, die Lili, aber ich habe nie etwas mit ihr gehabt, das ich im Sicherheitsbüro angegeben. Mehr sage ich nicht. Das werden wir erst sehen. Mit mir hast du das nicht einfach, Freundel. Mich wirst du nicht so leicht los. Wie eine Laus sind Sie. Wie eine Laus. Die Frechheit wird dir schon noch vergehen. Du kommst jetzt mit mir aufs Kommissariat und ich steck dir nicht runter, bis du schweifst, das garantiere ich dir. Ein Dreck, wissen Sie, ein Dreck! Man hat Sie in Kloster Neuburg gesehen. War nie in Kloster Neuburg. In der Nacht vom 10. September, um 1 Uhr. Das ist ein Bluff. Wie bin ich denn dort hingekommen? Na, mit dem Auto. Gängers. Ach, Sie haben keins? Na, sowas packt man sich doch leicht aus, ohne dass der Chef etwas merkt. Einen Lieferwagen, ne? Ja, mal blühende Fantasie. Und Sie, Sie waren natürlich dabei, die Lilli. Hat es eine Streiterei gegeben? Wahrscheinlich aus Eifersucht. Naja, sie war ja immer schon ein flottes Mädel, ne? Dreck, wissen Sie. Ich habe nichts gehabt mit der Lilli. Nichts in der Beziehung. Sie hat nur ein Geld von mir wollen. Ach, um Geld ist es gegangen. Um Geld? Habt ihr euch also gestritten? In der Nacht? In Kloster Neuburg? Wo ich ein aktenmäßiges Alibi habe vom Sicherheitsbüro? Gängers. Das zweite Alibi ist falsch, aber reden wir jetzt nicht mehr von Kloster Neuburg. Warum habt ihr euch denn überhaupt gestritten? Wann? Das weiß ich nicht. Aber da werde ich schon noch drauf kommen. Ich finde mir schon die Zeugen. Schauen Sie mal, was wollen Sie eigentlich von mir? Sie kommen daher und
verdächtigen mich wegen nix und wieder nix. Wegen nix und wieder nix? Das ist nix. Das ist die Mordwaffe. Mit der Pistole ist sie erschossen worden. Das hat das Erkennungsamt festgestellt. Und die hast du deinem Chef gestohlen. Und hier hast sie versteckt. Denn hier im Kühlraum ist sie gefunden worden. Und Dreck, wissen Sie. Eifersucht. Jetzt alle einmal angespuckt. Dieses Weibsbild. Erpresst hat sie mich, damit sie es nur wissen. Erpresst. Ah. Die hat was gewusst auf Sie? In Schmäh hat sie mich gehalten. Ich Trottel hab ja nicht gewusst, dass das alles längst verjährt ist. Erst wie sie tot war, bin ich draufgekommen. Erpresst. 400 Schilling. Jede zweite Woche hat sie mich erpresst. Also kaltblütiger Mord. Das war kein Mord. Ich kann da sowas gar nicht. Sie kennen sowas nicht? Was? Ja, jetzt so nicht bin ich. Da! Ihnen erkennt es sofort! Gib's das weg. Was? Jetzt haben Sie Angst. Federn. Aber was kann man denn schon geschehen, nicht? Ein kleiner Unglücksfall. Ich habe Ihnen den Schlachtschussapparat erklären wollen. Und der ist plötzlich losgegangen. Aus. Ja! Die ist ja nicht geordnet, aber das war schon! Ein Schuss. Aber der genügt. Was kann man denn schon geschehen, ne? Fahrlässige Tötung. Sie sind eine verrückt. Ja, ein paar Monate vielleicht, aber Sie? Sie wollen mich ein Leben lang in den Kerker bringen. Nur wenn es nicht war, geschieht Ihnen doch nichts. Ja, das sagen Sie jetzt. Aber wenn Sie hinter Ihrem Schreibtisch sitzen und ich davor wie der arme Sünder, da geben Sie ja keine Ruhe, da lassen Sie mich ja nicht aus, bis wir nicht haben, mit allen Mitteln. Plötzlich waren Sie zum letzten Mal. Zum letzten Mal. Ich bin ja von Anfang an nicht leiden können. Sie sind ja kein Mensch. Ein Bluthund sind Sie und sowas geht weg. Verdückt, ausgelöscht. Kanzler, Sie machen Sie unglücklich. Ich bin ja schon unglücklich. Du bist ein Trottel. Man geht doch nicht allein zu so einem Kerl da. Der hat mich umbringen wollen, wie er die Breiner umgebracht hat. Was? Ja, er hat mir's doch gesagt. Sie hat ihn erpresst. Aufstehen! Nicht schlagen! Ich habe sie nicht geschlagen, ich habe sie abgewehrt. Und jetzt stehen Sie auf. Wenn Sie eine falsche Bewegung machen, dass die Funkstreife kommen, lassen Sie den Handschuhen anlegen. Und sehr besser. Sie gehen jetzt mit Herrn Bezirksinspektor aufs Kommissariat. Sie wissen eh, wenn Sie flüchten, wir haben Sie gleich wieder. Wo sollten ich hin? Na, so gehen wir. Unten sind sie, im Kühlraum. Gleich zwei, unter Pötzl. Das wird ja immer schöner. Was macht ihr denn da? Was heißt denn das? Mischen Sie sich gefälligst in keine Amtshandlung. Ja, Sie, wie reden Sie denn mit mir? Ich werde Ihnen alles erklären, Herr Geiter. Na, gehen wir. Ich muss schon sagen, Herr Oberinspektor, Ihr Kollege hat ein merkwürdiges Benehmen. Wir müssen schon entschuldigen, Herr Geiter, aber der Pötzl, wenn ich nicht dazukomme, der hätte ihn glatt umgebracht. Mit dem Schlachtschussapparat. Mit dem Schlachtschussapparat? Ich hab's immer gewusst, der Pötzl bringt sich einmal ins Unglück mit seinen Jätschern. Aber was wollt ihr denn eigentlich von ihm? Er steht unter Mordverdacht. Der Pötzl? Ja. Schaut aus, wie wenn ein junges Mädel umgebracht hätte, eine gewisse Lili Breiner. Mit dieser Pistole. Ach so. Deswegen haben sie die von mir ausgeborgt. Angeblich hat sie ihn erpresst. Näheres weiß ich selber noch nicht. Sie haben sie ja gekannt. Wer? Nur diese Lili Breiner. Na, weiß ich nicht. Der hat ja jeden Moment eine andere gehabt. War ein besonders hübsches Mädel, bitte. Charakterlich nicht einwandfrei, abgesehen von der Erpressung, die jetzt ja sozusagen nur als Nebengeschäft betrieben. Was kann sie sich bei dem Pötzl schon geholt haben? Ach so, ein leichtes Mädchen. Kann man wohl sagen, sehr leicht sogar und raffiniert. Die hat sich nicht nur mit solchen Leuten abgegeben wie der Pötzl, aber die hat auch sehr reiche Freunde gehabt. So? Mhm. Wieso hat sie der Pötzl dann umgebracht? Aus Jähzorn oder wegen der Erpressung? Wer weiß, ob er sie überhaupt umgebracht hat. Es besteht ja nur der Verdacht, er war ja nur einer von vielen. Das Sicherheitsbüro hat ja nicht einmal noch alle von ihren Freunden verhört. Ja, ich erinnere mich jetzt, ich habe sowas in der Zeitung. Das ist aber schon eine Zeit her, dass der Mord passiert ist, nicht? Ja, in der Nacht vom 10. auf den 11. September in Klosterneuburg. Haben Sie da nicht zufälligerweise was gehört? Ich meine, die Leute tratschen doch in so einem Nest und sie wohnen hier in Klosterneuburg, sie haben ja Villa dort. Ja, aber ich habe mit den Leuten in Klosterneuburg keinerlei Kontakt. Natürlich, da haben Sie ja gar keine Zeit dazu, nicht? Also, Prost. Prost.
Sie soll in den letzten 6 Monaten nur einen einzigen Freund gehabt haben, einem sehr wohlhabenden Mann, nicht mehr ganz jung. Ja, wozu hat sie dann die Barnetsch von dem Pötzl gebracht? So eine hat doch nie genug, nicht? Und wer weiß, ob die Erpressung das Mordmotiv war. Und wie gesagt, ob der Pötzl überhaupt war, das kann ja ganz andere gewesen sein. Meinen Sie? Oh, da habe ich schon die größten Überraschungen erlebt, Herr Geiter. Und das Sicherheitsbüro erhebt ja immer noch und jetzt haben wir uns eingeschaltet. Das ist ja so ein Aufwand. Also ich meine, unter uns gesagt, schade ist doch nicht um die Person. Ein Schlampen weniger. Ja, also Herr Geiter, da scheiden sich die Geister. Bitte, ich weiß, dass das die Volksmeinung ist, aber wie ist die Volksmeinung schon über die Polizei? Und dabei schauen Sie, wir wühlen doch im Dreck, nicht? Wir haben es doch nur mit den sogenannten Schattenseiten des Lebens zu tun und manchmal sind wir vielleicht mit unseren Mitteln nicht ganz wählerisch. Aber eins haben wir. Wenn einer was angestellt hat, dann wird er von uns verfolgt. Tut mir leid, entschuldigen Sie, das ist mir so rausgerutscht. Sie, Herr Geiter, da muss man auch vorsichtig sein. Sie haben zum Beispiel gesagt, er hat Ihnen die Pistole nicht gestohlen. Er hat sie aber gestohlen und im Kühlraum versteckt. Bin damals nicht näher darauf eingegangen, aber geglaubt habe ich Ihnen nicht. Warum haben Sie dann das damals nicht gesagt? Weil es mir nicht so wichtig erschienen ist. Aber jetzt schaut die Sache anders aus. Jetzt handelt es sich um Mord. Und wenn ich Ihnen jetzt glauben würde, könnte ich auf allerhand Vermutungen kommen. Auf was für Vermutungen zum Beispiel? Ja, braucht doch nur an diesen wohlhabenden älteren Freund von der Breiner zu denken. Herr Oberinspektor, ich merke schon die ganze Zeit, dass Sie auf was Bestimmtes heraus wollen. Also schlagen Sie gefälligst nicht wie die Kotz um den heißen Brei, sondern sonst... Entschuldigung, Servus, Papa. Guten Tag, Herr Oberinspektor. Was, du weißt, dass der Herr von der Polizei ist? Von dir weiß ich's nicht. Natürlich, die Sädler kann nicht einen Mund halten. Na, ist das ein Wunder bei all dem, was heute passiert ist. Was ist denn mit dem Pötzl, was er denn aber nix. Er steht unter Mordverdacht. Der Pötzl? Er soll eine gewisse Lille Breiner umgebracht haben. Haben Sie die gekannt? Aber gängern's. Ich habe wirklich keinen privaten Verkehr mit dem Pötzl gehabt. Und mit seinen Freundinnen schon gar nicht. Na, Gott sei Dank. Sonst hätte ich der Oberinspektor auch noch verdächtigen. Ja, ja, sehr freigebig mit seinem Verdacht. Ja. Mich verdächtigt er nämlich auch. Dich? Du kein Wort gesagt. Nein, nein, gesagt haben sie nichts, aber stehen dann selbstverständlich für Auskünfte und dergleichen jederzeit zur Verfügung. Das ist sehr freundlich, Herr Geiter, und ich bitte Sie gleich heute um 18 Uhr zu mir ins Büro. Warten Sie mal, den Pösel, den lasse ich jetzt ein paar Stunden dunsten in seiner Zelle und dann verhören wir ja 18 Uhr, da wird es soweit sein, wenn Sie Ihnen recht. Ja, ja, das wird sich ausgehen. Also um 18 Uhr. Ja, ja. Auf Wiedersehen, meine Herren. Auf Wiedersehen, Herr Oberinspektor. Also, was war bei dem Verhör? Na ja, übliche Erpressergeschichte. Der Pötzl hat vor 8 Jahren nach einer Stoßpartie einen erstochen. Einen Galeristen, Vorspieler, im Streit, Totschlag. Das ist damals nicht herausgekommen, aber die Breiner hat davon gewusst und hat ihn damit erpresst. Sie deckt alles auf und ruiniert ihn. Jetzt hat der Pötzl vorige Woche erfahren, dass Totschlag nach 5 Jahren verjährt, dass er also wegen nichts und wieder nichts gezahlt hat. Was sagt er zu dem Mord? Ja, leugnet natürlich. Ist ja schon oft genug eingesperrt gewesen. Sagst du ja, bleibst du da, sagst du nein, gehst du heim. Das wird ihm aber nichts nutzen, er wird schon gestehen. Wann es wirklich war? Na, darüber gibt es doch keinen Zweifel. Oder doch? Ja, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Die Klimacek, weißt du, die Koberin von der Breiner, die hat mir erzählt, dass die Breiner im letzten halben Jahr nur einen einzigen Freund gehabt hat. Einen älteren Grillen. Den Geiter. Ja, da schau her. Und das war seine Pistole. Ja, höchstwahrscheinlich. Hast du ihn verhört? Könnte schön auf die Pappen fallen. Da muss ich andere Beweise haben als ein Schlafzimmergespräch mit der Frau Klimacek, bevor ich an so einen herangehe. Na, dann lass mal die Klimacek doch einfach herkommen und lass uns da ein Protokoll unterschreiben. Bist doch ein Kind. Schau, wenn es war, der Geiter, der hat doch ein Geld. Und einen Rechtsanwalt. Bitte, der Herr Rechtsanwalt persönlich macht natürlich nichts. Aber irgendein Herr besucht im Laufe des Nachmittags die Klimacek, hat sie wahrscheinlich schon besucht. Und wenn der weggeht, dann hat die Klimacek ein paar Tausender mehr in der Tasche und verreist. Verstehst du? Ja, ja. Ja, sie verreist auf ein paar Monate vielleicht, nicht? Unauffindbar. Und wenn sie zurückkommt, hat sie alles vergessen. Weiß nicht einmal mehr, dass die Breiner bei ihr gewohnt hat, geschweige denn, wer der ihr Freund war. Geh, die Klimacek.
Na bitte, ich hab den Geit auf jeden Fall für 18 Uhr herbestellt. Tag, meine Herren. Ah ja, na was ist? Also, zunächst der Sohn. Na, der hat auch an die Pistole ran können. Hat aber für die Tatzeit ein einwandfreies Alibi. Das wissen Sie. Jawohl. Da habe ich nämlich ein Glück gehabt. Ach so. Der Portier vom Schwarz-Weiß-Club ist ein pensionierter Kriminalbeamter und der hat mir einige Tipps gegeben. Also kurz und gut, der Ferry Geiter war an der fraglichen Nacht in Baden im Casino und hat Roulette gespielt. Ich habe angerufen, er ist in der Gästeliste vom 10. September. Und ein Groupier hat sich sogar erinnert, dass er bis zum Schluss dort war. Sie kennen ihn nicht persönlich, aber an seinen Wagen haben Sie sich erinnert. Einen tollen Sportwagen. Ja, ja, das stimmt, den hat er. Aber ich habe einen anderen Verdächtigen. Ja, wozu? Verdächtige haben wir genug. Man kann nie genug Verdächtige haben. Wer ist das? Der Georg Breiner. Breiner? Das ist nämlich nicht der Vater von der Ermordeten gewesen, sondern ihr Mann. Was? Mit 68 Jahren? Ja, die sind vor 4 Jahren geschieden worden. Dann war er 64. Das war eine schreckliche Ehe. Hat ihn die Hausmeisterin? Ja, natürlich, wer denn sonst? Aber hier ist nur nicht alles. Ich habe da mir einige Zeitungen von Anfang September durchgeschaut. Tüchtig, tüchtig. Und da ist in der Nachtausgabe vom 11. September ein Bild vom Lokal augenscheinend da. Und da steht der Breiner mitten unter die Neugierigen. Das ist er, der da. Was? Das Zwetschgenmandel? Für einen Revolverschuss ist der stark genug. Jedenfalls glaube ich, Herr Oberinspektor, den sollten Sie sich herbestellen. Ja, herbestellen wir auf jeden Fall. Rufen Sie gleich an. Ja. Ich bin nicht gern hergekommen, Herr Oberinspektor, aber ich habe es für meine Pflicht gehalten. Ich bin doch eine Staatsbürgerin. Aber ich habe eine schreckliche Angst. Na, Sie brauchen keine Angst haben, Frau Sedlak. Ich nehme an, Sie wollen mir was erzählen. Ich verspreche Ihnen, es wird niemand erfahren, was Sie mir erzählt haben. Sie können ja sagen, Sie haben es gefunden. Natürlich kann ich das. Sie müssen nur wissen, was ich gefunden habe. Ah, ja, ich weiß nicht, ob das ein Beweis ist. Er hat öfter so Postkarten gekriegt. Also, wo ist denn hinter? Da ist eine davon, bitteschön. Ich glaube, die ist von ihr. Es steht ja nichts weiter drauf als morgen um 6 Uhr. Nicht einmal Unterschrift. Er hat diese Postkarten gleich immer zerrissen. Nur die da hat er herumliegen lassen. Bitte, ich habe es für meine Pflicht gehalten als Staatsbürgerin, dass ich Ihnen diese Postkarte herbringe. Weil, wenn er es getan hat, dann soll er dafür büßen. Ein Mensch ist ein Menschenleben, auch wenn es nur so ein Nadel ist. Das ist tatsächlich dieselbe Handschrift. Das haben wir wirklich ein Beweis. Danke Ihnen, Frau Sedlak. Sie haben uns wirklich einen großen Dienst erwiesen. Ja. Sie hat ja nur ihre staatsbürgerliche Pflicht getan. Ja, Herr Geiter ist da. Um Gottes Willen. Wenn der mich hier sieht. Keine Angst, also, keine Angst. Passen Sie auf, Sie gehen da hinaus. Das ist eine Tür. Ja, das ist eine Tür. Nicht? Und der wird nie erfahren, dass Sie da waren. Ja, bitte schön. Jetzt werden wir mit Herrn Geiter mal anders reden. Na, Herr Oberinspektor, bitte pünktlich. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Ich muss mich noch bei Ihnen entschuldigen. Das ist nicht nötig, wir sind ja hier bei keinem Anstandskränzchen. Das merkt man. Um es kurz zu machen, Herr Geiter, Sie haben diese Lili Breiner gekannt. Ich? Sehr gut sogar. Sie war nämlich dieser geheimnisvolle Herr Braun. Das ist ja wie in einem Schundroman. Man hat sie identifiziert. Und zwar die Quartiergeberin von der Breiner und auch einige von ihren Untermieterinnen. Ich würde Ihnen also sehr raten... Moment einmal. Ist das ein Verhör? Wir fragen Sie, ja? Ich bin freiwillig hergekommen. Ohne Vorladung und ohne zwingenden Grund. Wenn Sie mich also verhören oder gar beschuldigen wollen... Sehr leicht möglich, Herr Geiter, dass wir Sie beschuldigen. Schon die Tatsache, dass wir beweisen können, dass Sie dieser Herr Braun waren. Ist ja lächerlich. Auf die Aussage der Quartierfrau. Ich kann mir denken, was das für eine Person ist. Und Ihre Mieterinnen erst recht. Natürlich, das wissen wir auch. Aber ich habe hier eine Postkarte von der Lilly, an Sie adressiert. Vielleicht genügt Ihnen das als Beweis. Uns genügt es nämlich. Postkarten an mich? Wo haben Sie denn die her? Die ist auf der Post liegen geblieben. Jetzt fragen Sie nicht lang und reden Sie nicht lang herum, sondern geben Sie klipp und klar zu, dass Sie mit dieser Lilly ein Verhältnis gehabt haben. Das wollen Sie aus einer Postkarte beweisen? Natürlich nicht, aber da gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Ich brauche Ihnen zum Beispiel nur diese Quartiergeberin, die Frau Klimacek, gegenüberstellen. Wenn die dann aussagt, dass Sie öfters bei der Lilly auf Besuch waren... Das mache ich gleich. Bernd, nein. Ja, bitte. Kind, man soll mir die Klimacheck herschaffen. Ja, ein Kollege von der Abteilung B soll sie holen. Ja. Ja. Die wird jetzt vielleicht nicht zu Hause sein. Man soll sie suchen. Jawohl, Herr Inspektor. Und ich soll womöglich da warten, bis Sie das Frauenzimmer erwischt haben. Sie werden so lange bleiben, wie es uns passt. Jetzt passen Sie mal auf, meine Herren. Ich werde jetzt weggehen. Durch diese Tür da. Und wenn Sie mich zurückhalten wollen, dann müssen Sie mich verhaften. Zwingen Sie mich nicht dazu, Herr Geiter.
Für eine Verhaftung reichen nämlich die Verdachtsumstände auf jeden Fall aus. Und wenn Sie es uns schwer machen, dann wird es für Sie sehr unangenehm. Kann ich meinen Rechtsanwalt anrufen? Selbstverständlich, damit beginnen wir gleich das Protokoll. Susi, schreiben Sie, der Herr Geiter bittet um Rechtsbeistand. Wird sich gut machen. Ich habe die Breiner gekannt. Ich gebe sogar eine Beziehung zu ihr zu. Aber daraus können Sie mir doch einen Strick drehen. Nein, dann erklären Sie uns erst, warum Sie bis jetzt geleugnet haben, dass Sie sie gekannt haben, intim sogar, und warum Sie nicht gleich, wie der Mord begangen war, aus Ihrem braunschen Dunkel herausgetreten sind. Das verstehen Sie nicht. Ich bin ein angesehener Bürger. Ich bin auch ein Mann, ein Witwer. Diesbezüglich bin ich niemandem Rechenschaft schuldig. Aber dafür müsste man doch Verständnis haben, dass ich in meiner Position nicht unbedingt im Mittelpunkt eines Skandals stehen wollte. Aber natürlich habe ich das größte Verständnis dafür, Herr Geiter, und ich verspreche Ihnen, dass, wenn sich dieser an sich vage Verdacht als gegenstandslos erweisen sollte, dass ich dafür sorgen werde, dass nichts in die Öffentlichkeit kommt. Daraus, dass Sie mit der Breiner was gehabt haben, da will ich Ihnen weiß Gott keinen Strick drehen. Deswegen müssen Sie ja noch lange nicht Ihr Mörder sein. Das war vielleicht ganz ein anderer. Jetzt kommen wir auf die fragliche Pistole zu sprechen. Auf die Mordwaffe. Auf Ihre Pistole. Die hat mir der Bösel gestohlen. Was? Jetzt auf einmal? Was meinst du, Marek, wie wär's, wenn wir uns den Pötzl raufkommen lassen und stellen die beiden Herren einander gegenüber? Selbstverständlich, wenn du es meinst, den Pötzl. Ihnen gesagt, Geiter, dem Pötzl traue ich keinen kaltblütigen Mord zu. Aber mir ja. Na, kaltblütig sind schon. Ich habe für diese Nacht ein einwandfreies Alibi. Ich war krank. Zu Hause. In meinem Bett. Aha, auf das habe ich gewartet. Wissen Sie, dass es jeder Zweite als Alibi angibt? Da müssen Sie sich schon etwas Besseres ausdenken, oder Sie können es beweisen. Natürlich kann ich es beweisen. Aber ich will nicht. Ich hätte Sie für cleverer gehalten. Ah, da ist ja der Fessel. Kommen Sie her, setzen Sie hierher. Guten Abend, Herr Chef. Grüß Gott, Josef. Ich habe schon mit meinem Rechtsanwalt gesprochen. Er wird Sie notfalls verteidigen. Grüß die Hand, Herr Chef. Jetzt werden wir erst sehen, wen dieser Rechtsanwalt verteidigen wird. Hören Sie mal zu, Petzl. Ihr gütiger Herr Chef hat uns eben gesagt, dass Sie die Pistole doch gestohlen haben. Was sagen Sie denn dazu? Nein, ich habe sie nicht gestohlen. Sie haben sie nicht gestohlen? Ja, aber wenn sie gestohlen worden ist, dann müssen Sie es gewesen sein. War ja niemand anderer da. Oder wollen Sie vielleicht andeuten, der Sohn hätte sie? Sie, meinen Sohn, lass uns das mal sehen. Was ist denn? Wer bin ich denn, dass der mit uns sagt? Ja, ist gut, bitte nehmen wir es raus. Herr Geiter, Sie haben uns vorhin ein Alibi angeboten, das auf sehr schwachen Füßen steht. Aber Sie haben gesagt, Sie können es beweisen. Hängt dieser Beweis vielleicht mit Ihrem Sohn zusammen? Ja. Ich will nicht, dass der Bub in die Sache hineingezogen wird. Aber das wird er ja nicht. Ich kann Ihnen zu Ihrer Beruhigung sagen, Ihr Sohn hat ein ganz einwandfreies Alibi. Der war in der fraglichen Nacht im Baden im Casino. Stimmt. Und um 1 Uhr ist er dann noch rausgekommen. Der war ganz erschrocken. Er hat mir selber das Fieber gemessen. Über 39 habe ich gehabt. Ja, das war um 1 Uhr. Aber was war vorher? Um 9 Uhr war der Doktor bei mir und hat mir strengste Bettruhe verordnet. Na, also das können wir ja alles leicht überprüfen. Das heißt, dass der Doktor um 9 Uhr bei Ihnen war, das ist eigentlich irrelevant, denn die Tat wurde ja in der Nacht verübt, zwischen 11 Uhr Nacht und 1 Uhr früh. Aber Ihren Sohn, den bitten wir jetzt hierher. Nein, das lasse ich auf keinen Fall zu. Herr Geiter, verstehe Sie sehr gut. Sie wollen nicht, dass der Bub da hereingezogen wird, vor allem wollen Sie nicht, dass er erfährt, dass sein Vater sich mit so einer, also mit der Breiner abgegeben hat. Ich mache Ihnen also folgenden Vorschlag. Wir bringen Ihren Sohn hierher. Schau, ich möchte nicht, dass und ich befrage ihn nur zu Ihrem Alibi. Von der Lili sage ich kein Wort. Und wie er ausgesagt hat, geht er nach Haus. Und Sie wahrscheinlich mit ihm. Na, was sagen Sie da dazu? Na ja, wenn Sie das so machen. Natürlich, ich verspreche es Ihnen. Die Klimacheck ist verreist und nun weiß man angeblich nicht. Na, was habe ich da gesagt? Und noch was, Herr Oberinspektor. Jetzt so. Sie waren ja doch in der fraglichen Nacht in Klosterneuburg. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass nein. Beim Heurigen waren Sie. Mit einem gewissen Gattermeier. Der hat Sie allerdings nur unter Ihrem Spitznamen gekannt, Hupferl. Und Sie haben wirklich geglaubt, das Sicherheitsbüro kriegt nicht heraus, wer dieser Hupferl ist? Sie haben es herausgekriegt, da steht's. Da steht, ich soll Sie holen. Ich habe Sie aber zum Glück schon da. Na, was sagen Sie jetzt? Gar nichts, sage ich. Und welchen was sagen, nämlich was noch da steht? Um 10 Uhr sei sie vom Heurigen weggegangen und in der Weintrittgasse, da ist eine Frau aus einer Villa gekommen, mit der haben sie gesprochen.
Dann haben Sie sich vom Gartenmeier verabschiedet und dann sind Sie mit der Frau weggegangen. Und die Personsbeschreibung von der Frau, die passt haargenau auf die ermordete Lilli Breiner. Na? Haben Sie mir noch immer nichts zu sagen? Also los, Pötzl, spucken Sie aus. Nützt Ihnen eh nichts. Ich sage nichts. Kein Wort, sage ich. Na gut, dann übergeben wir den Sicherheitsbüro und fertig. In 3 Monaten ist dann die Verhandlung und dein Leugnen verschafft dir zusätzlich noch ein paar Jahre. Habe ich recht, Marek? Ja, ja. Herr Geiter, wo wohnen Sie denn in Klosterneuburg? In der Wendrittgasse 18. Sie ist also aus Ihrer Villa gekommen. Sie war bei Ihnen. Ja, ich habe nie gesagt, wer ich wirklich bin. Was jetzt herausgekriegt. Und am 10. September ist sie plötzlich bei mir aufgetaucht und... Und hat einen kleinen Erpressungsversuch gestartet. Ich habe sie natürlich sofort hinausgeworfen. Habe ihr gesagt, ich will sie nie mehr sehen. Mehr weiß ich nicht. Das klingt ja wunderbar. Und so plausibel, ne? Aber jetzt werde ich Ihnen etwas erzählen, was genauso plausibel klingt. Sie haben sich den Pötzl bestellt. Aber Unsinn. Wie habe ich denn gewusst, dass der in Klosterneuburg ist? Wer sagt mir denn, dass Sie nicht schon vorher gewusst haben, dass die Breiner dort ist? Und dass der Pötzl deshalb nach Klosterneuburg ist? Angeblich. Zum Heurigen. In Wirklichkeit aber nur, um bei der Hand zu sein, wenn es zur Abrechnung aber kommt. Na, Sie werden sich doch Ihre Glacé-Handschuhe nicht schmutzig machen. Dafür hat man eben einen Pötzl. Das ist ja heller Wahnsinn! Verlassen Sie ihn. Er fantasiert gern, der Herr Inspektor. Ja, ja, was ist, wenn ich mir zusammen fantasiere, dass die Breiner mit dem Pötzl in die Villa zurück ist? Dort ist es dann passiert. Dann habt ihr die Leiche in das Auto geschafft, seid in den Wald gefahren und habt sie in den Graben geschmissen. Ich hab sie aus dem Haus gewiesen und hab sie seitdem nie mehr gesehen. Der hat ein Motiv und der hat ein Motiv, sogar der Breiner hat ein Motiv, der hat seine frühere Frau gehasst. Marek, wo habe ich Ihre Kollege? Bitte sehr. Ja, bei der war ich selber dort und hab... So... Ja, ja, das weiß ich auch, das wurde mir gemeldet. Das ja, da könnt ihr ja viel... Bitte, wie Sie wollen. Ja, meine Fernkollege, wiederhören. Wer war's denn? Sicherheitsbüro. Oberinspektor Harapath in der Mordsache Breiner. Jetzt auf einmal haben Sie es eilig, weil wir... Sie suchen die Klimacheck. Die Klimacheck? Ja. Die Weiber haben einen furchtbaren Streit gehabt. Und vor allem hat die Klimacheck auch so eine alte Steierpistole gehabt. Es wird sie kurendiert. Okay, das ist doch kein Geschäft für eine Frau, so ein Mord ist eine Männerarbeit. Vielleicht war sie nur die Auftraggeberin, ne? Die hat doch sicher irgendeinen miesen Kerl. Du, der war sogar da, wie ich bei ihr war. Da war nämlich einer im Nebenzimmer. Die Klimatsche? Ja. Ich weiß nicht, wo der junge Herr ist. Ich habe es ihm ausgerichtet und dann ist er in sein Zimmer gegangen. Na, wird er in sein Zimmer sein? Na, logisch. Na, was sagen Sie dann? Sie wissen nicht, wo er ist. Weil er sich die ganze Zeit nicht gerührt hat. Vielleicht ist er weggegangen. Es regnet doch. Na und? Das hätte ich bemerkt. Ich habe doch die ganze Zeit hier gearbeitet, an die Rechnungen und an die Bücher. Er müsste höchstens durchs Geschäft weggegangen sein. Wieso? Das Geschäft ist doch zu. Ja, das schon, aber die Sache ist die. Ich war eine Zeit im Vorzimmer. Ja. Bei der Wohnungstür. Die Frau Klabern vom 4. Stock. Ja. Die hat angeläutet, sie will noch eine Wurst haben. Ich habe sie aber nicht gegeben, weil ich habe doch schon alles abgerechnet. Ja, dann haben wir noch eine Zeit palavert und da müsste er rein durchs Geschäft weggegangen sein. Ist das Geschäft von Ihnen abgesperrt? Ja. Was ist denn das für Licht? Das ist ein Lamperl. Das zeigt automatisch an, wann wer im Kühler ist. Jesus, der wird doch nicht da unten sein. Was macht er denn da? Ferry! Milch! Zentimeter tiefer und er ist tot. Er hat es also ernst gemeint. Er ist abgerutscht oder hat ihn die Angst gepackt? Ich hab geschrien. Blut hat er eine Menge verloren, aber bei dem Alter. In 2-3 Tagen ist er wieder okay. Ist Ihnen recht, wenn ich mit ihm rede? Es ist mir lieber, als wenn Sie mit mir reden. Sie entschuldigen, aber der Papierkrieg. Wieso sind Sie gekommen? Weil Sie nicht gekommen sind. Dreimal habe ich gewusst, es gibt gar kein Motiv. Sie haben die Breiner gar nicht gekannt. Nein. Es war 11 Uhr. Ich
wollte nach Haus, da steht sie auf einmal mitten auf der Straße, auf der Höhenstraße, Ecke Weintrittgasse. Ja, sie ist ja von... Dort hat man sie das letzte Mal lebend gesehen. Sie hat mir gewunken, ich bremse ab, da fragt sie mich, ob ich sie nicht nach Wien hereinführen will. Sie war sehr hübsch und sehr entgegenkommend. Seid sie eben nicht nach Wien gefahren, sondern nach Weidling, in den Wald. Auf einmal fragt sie mich, was hast denn da in der Tasche? Ah, das war die Pistole von ihrem Vater, ne? Sie hat sie rausgenommen, haben sie ein bisschen renommiert damit, wie man das halt macht. Einmal hat sich ein Schuss gelöst und die Breiner war tot. Ja, ich habe Angst gehabt, ich wollte eh zum Vater, aber es war doch ein Unglücksfall. Auch für sowas muss man einstellen. Weiß der Vater? Ja, Sie brauchen keine Angst haben. Er wird schon verstehen, der Vater. Also eins verstehe ich nicht. Der junge Geitler ist doch angeblich in der fraglichen Nacht im Baden gewesen, im Casino und hat Toilette gespielt, bis einer voll. Das haben Sie eruiert. Na, da hast du wieder einmal den Beweis, was ein Alibi wert ist. Pass auf. Der junge Geiter hat einen Freund, einen gewissen Weidenburg, das ist so ein Playboy-Graferl, und der wollte unbedingt nach Baden ins Casino, ist aber noch nicht großjährig. Und der Geiterbub ist es? Seit einem halben Jahr. Und so hat eben der Ferry Geiter, dem minderjährigen Herrn Graufen, seine Personaldokumente geborgt und der ist damit ins Casino. Sie schauen sich sogar ein bisschen ähnlich. Und der Weidenburg hat genauso ein tolles Sportauto wie der Ferry Geiter, natürlich. Und so hat eben der Ferry Geiter sein Alibi gehabt. Ja bitte, eigentlich wollte er ja ganz normal und solid nach Haus gehen. Öfe, da steht auf einmal das Mädchen in den Scheinwerfern von seinem Auto, er hat sie mitgenommen und das war ihr Tod.